Jo moin! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und ja, schauen wir mal kurz hier, wie es aussieht. Es sieht ziemlich befriedet aus. Also der, ja, eigentlich der komplette Osten wird von Pergamon eingenommen, was richtig nice ist. Und der komplette Westen wird von mir eingenommen, also Europa, ja, also Europa ist jetzt übertrieben, aber so die kleine Europa, nenne ich es mal, die wird dann mir gehören. Und ja, jetzt geht's eigentlich rein theoretisch geht's jetzt ans Aufräumen. Also Aufräumen ist jetzt ein bisschen over the top, sag ich mal. Aber ja, okay, das war. Moment, verdammt. Ja. Also, wir brauchen noch ein bisschen, aber. Aufräumen in dem Sinne, dass wir jetzt nicht wirklich einen Brandherd haben, eine Situation, wo wir sehr schnell, sehr kritisch drauf reagieren müssen, um noch zu überleben, das meinte ich. Ja, aufräumen, weil hier brauchen wir nur noch drei. Hier der da stafft noch da und genau hier die stafft noch da und wir haben genug Moneten und 200 Moneten haben wir. Das reicht für das nächste Jahr, um aufs nächste Jahr zu warten. Ja, also wir werden auf jeden Fall, nee, du bekommst nichts. Alter, wie sowas nervt. Okay, das ich wiederhole mich da, dass sowas dann nervt. Dass eben die guten eigenen Generäle Entschuldigung, anfangen, eigene Häuser zu bauen. An sich, oder zu bauen, zu gründen. Ein Haus zu bauen ist ja nichts Verwerfliches, ne? Aber ja, eigene Familienhäuser und so weiter zu gründen, das nimmt mir oft den Spielspaß für ein paar Sekunden weg. Weil wenn das dann solche Generäle sind, die hochdekoriert sind, die man aufgebaut hat, um damit eben richtig, ja, richtig, richtig Dampf, richtig Druck zu machen, ist halt dann immer sehr nervig. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, das. Ja. Also es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Und zwar, wenn der General, also dein eigenes Oberhaupt, der Anführer, der König, der Kaiser, der Imperator und so weiter. Wenn die dann anfangen, einfach just for fun, eine eigene Fraktion zu bilden, also nicht Fraktion, sondern Familie, da fragt man sich so, warum? Das ist einfach random Nonsense. Ja. Das beste Beispiel war ein General von mir, der einfach just for fun, ein General war er auch, aber mein römischer Diktator, ja, der hatte einfach just for fun eine eigene Familie gegründet und war halt dann immer noch Diktator, aber halt nicht von meiner Familie und daraus kam dann Bürgerkrieg und ja, das war, glaube ich, auch das einzige Mal, soweit ich mich erinnern kann. Kann sein, dass ich das ist eine spannende Schlacht. Kann sein, dass ich in den Anfängen von Rome auch ein paar Mal Kampagnen nicht geschafft habe, aber ich glaube
Ich war noch nie dazu gezwungen, wirklich ja neu anzufangen. Außer bei Britannien einmal. Britannien einmal und eben einmal in Rom, als mein Diktator gesagt hat, so ja, ich mein Name stört mich, deswegen mache ich eine eigene Familie auf. Und deswegen meine alte Familie, die ist zwar cool, aber die mag ich nicht mehr. Und deswegen mache ich Bürgerkrieg. Und das will ich euch kurz mal zeigen. Das war richtig cool. Mein Diktator oder Imperator, nicht Diktator. Mein Imperator war hier in Spanien und hat hier ziemlich gut Dampf gemacht. Der hatte auch eine richtig, richtig, richtig gute Armee. Und hier war eine Armee und hier war eine Armee, weil ganz Griechenland war mit mir verfeindet und hat jede Runde irgendwie richtig genervt. Und von oben kamen auch welche. Also, ich hatte hier zwei Armeen und hier zwei, glaube ich. Zwei Defensive, zwei Aggressive. Offensive. Genau, und dann wurde mein Imperator abtrünnig. Und die ganz, also ganz Magna Graecia, habe ich verloren. Hier kam auch eine Armee hoch. Die beiden, also mein Diktator und die andere Armee, die sind beide zufällig zu der neuen Familie gegangen, waren dann abtrünnig. Und dann kam noch hier Makedonien über Illyria und Sparta kam hier unten auch noch. Athen habe ich, glaube ich, hier dann irgendwo gesehen, dass er dann kam und dann, ja, konnte ich aufgeben. Vor allem ich war dann natürlich auch bankrott. Sofort. Das war ein bisschen seltsam und ich hatte minus 60 oder so Essen innerhalb von einer Runde. Das war auch sehr, sehr merkwürdig. Nun denn, aber sonst, ja, wenn jetzt nicht sowas in dieser Richtung passiert, was ich eigentlich bezweifle, weil momentan sind die anderen Familien relativ gut auf mich zu sprechen. 10 und 11. Da können wir ja noch mal, ja, noch ein bisschen die nächsten 5 Runden sichern. Genau. Der kann noch keine Frau haben. Die haben schon Männer. Die ist zu alt, verdammt. Okay. Ja, ein Jahr alt, süß. Okay. Also wie gesagt, unsere Generäle, der anderen Familien sind noch relativ positiv gestimmt. Das ist ja ganz nice. Ah, nee, warte, ich will eigentlich so. Ich muss den halt aufhalten. Wo ist der jetzt eigentlich hin? Der ist da unten. Mit den Elefanten. Und der will dahin. Ja, das wird er auch schaffen, ne? Das ist echt. Ja, ich will den jetzt nicht jagen. Das nervt doch. Wisst ihr was? Da mache ich jetzt eine Armee auf. Einfach, ist total egal, welche Armee. Hauptsache eine Armee. Und der holt sich jetzt mal 3 Pikiniere und hier 2. So. Viel Spaß nächstes Mal. Okay, du gehst weiter. Flubidi-bub. 17.000 habe ich. Okay, was mache ich mit dir?
Ja, die Armee ist schon krank. Hier mal Pikeniere, dann Helden, königliche Spartaner, Helden Spartas, dann normale Hopliten und die kretischen seltenen Bogenschützen. Ja, das ist nicht hier. Das ist ein bisschen heftig. Okay, du tippelst mal darum, du tippelst mal in die Richtung. Die da kann ich auch verbessern. Hier kann ich nichts rekrutieren. Ich könnte es ja seltener Hopliten. Ja, hole ich mir mal zwei. Du bist da gerade hingegangen. Jawollo. Du bist da gerade hingegangen. 8000. Okay, das reicht. Okay, hellenistisch geht hoch, Instabilität der Provinz, minus 14 und Gebäudeverarmung. Ja, warte, was Kadesh, dann kann ich den da mal wegmachen, weil hier ist ja, also Iol werde ich gleich erobern. Dementsprechend wird da kein Angriff mehr stattfinden. Hier, die sind eigentlich auch sicher. Ja, wobei Syrakus, wenn Syrakus noch Probleme macht. Undinium. Das brauche ich da eigentlich nicht, aber hier ist die öffentliche Ordnung so stabil, dass da total egal ist. Hier ist die auch enorm stabil, 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 stabil. Ah, es geht. Dann machen wir es mal stabiler. Minus Nahrung ist, ja, passt schon. Dann machen wir mal, ja, Forschungsrate. Ach, machen wir Wein. Wein ist immer gut. Minus öffentliche Ordnung. Brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt auch öffentliche Ordnung. Ja. Oh. Hallo. Ah. Ja. Gut. Next one. So. An sich könnte man das schon fast vorspulen, würde ich sagen, aber ja, machen wir mal nicht. Ich würde ganz spontan Nein sagen. Was? Ich habe jetzt angenommen. Ich wollte doch Nein sagen. Egal. Dann greifen wir einfach nächste Runde an. Scheiße. Nein. Ich habe mich verklickt. Ich habe zu schnell geklickt. Ja, naja. Also. Ich würde mal sagen, das schaffst du nicht. Wie ich jetzt mit denen Frieden geschlossen habe, das darf ich doch gar nicht. So. Machen wir das alte Spiel wieder. Oder nee. Nee, wir machen nicht das alte Spiel. Wir machen ein neues Spiel, weil ich muss die nämlich einkesseln, damit ich gewinne. So, ich muss die nämlich. So.
Whoop. Echt blöd, dass der den so krass fokussiert. Alter, wie krass sind seine Steinschleuder hier? Wieso kann der jetzt über die Bäume schießen? Über die Gebäude? Also meine könnten das nicht. Ja, nee. Gut. Alter, wieso kann der über diese Gebäude schießen? Wenn ich das probiert hätte, wäre es nicht gegangen. Oder haben die das jetzt geändert? Das konnte natürlich sein, weil in im neuen Rome to War, also in Troja, schießen die Steinschleuderer genauso wie die Bogenschützen. Was ich eigentlich echt lächerlich finde. Nee, egal. Ja, das holen wir uns nächste Runde wieder. Es sind jetzt einfach nur nervige Nadelstiche. Bum, 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 bum. La, la, la. Was? Nee, bitte einen von mir. Oh, wow. Nee, der ist impotent. Oh, der ist gar nicht so bad. Der ist aber besser. Nee, ich hol mir den da. Natürlich hat Tod Timo. Rebellion. Vorstehen. Warte. Wir sind. Wir sind im Frieden, ne? So, wir haben Frieden. Und du plünderst hier. Alter, hau dir auf den Po. Was ist denn da los? Auch wenn der ja ein bisschen besser ist. Ja, selber schuld. Alter, plündert er einfach weiter. Tja, jetzt habe ich da auch positiv. So ein Quarkkopf. Das hätte ich zwar so oder so gemacht, aber dadurch, dass er da geplündert hat, fällt es mir leichter. Aber natürlich zählt es nicht hier, weil jetzt bin ich natürlich nicht vertrauenswürdig, obwohl er geplündert hat, diese Sau. Okay, wo hat der jetzt eigentlich meine Stadt eingenommen? Da. Ach, da. Ja, ist ein bisschen nervig, aber egal. Das ist jetzt uns wurscht. Hinterhalt können wir
Der hat so wenig Einheiten, dass wir das einfach automatisch machen können. So, wir dürfen halt ja jetzt nur keinen Teutoburger Wald machen. So, Alter, das können wir ja alles automatisch machen hier. Besetzen wir mal. So. Alles umbauen, umbauen, umbauen. Ja, Militär ist hier oben ganz, ganz gut. So, dann ihr. Okay. Hat die mal gerade nicht besetzt, oder? Okay. Dann machen wir hier mal hier das da. Hier machen wir das da. Hier geht einfach mal weiter. Ja. Cool. So. Aber ich hoffe denn, dass wir auch noch richtig gescheite Schlachten haben werden. Weil das wäre jetzt echt ein bisschen langweilig. Wenn wir hier nur. Wenn wir hier wirklich nur, ja, so aufräumen und. Ja, nichts machen können. Das wäre echt ein bisschen lahme. So, du gehst einfach weiter. Du bleibst hier, falls der wieder. Oder? Ja, doch. Den können wir ja sogar vernichten. Ich stelle es mir gerade echt krass vor. Wieso hat er jetzt minus 14? Hä? Gerade eben hatte er ja noch plus 10. Eroberung. Ja, lol, wegen den da. Ach, ihr spinnt doch. So. Genau, weil ich stelle es mir richtig heftig vor, weil wie sollten die Armeen, die unterwegs waren, wissen, dass der Krieg vorbei ist? Also wenn die hohen Tiere sich geeinigt haben und dann Frieden geschlossen haben, es brauchte ja ewig, um allen Bescheid zu sagen. Ich meine, das war ja beim Zweiten Weltkrieg, da habe ich auch einige, oder einige, also Videos angeschaut, die eben darum gehandelt haben, dass in den letzten Minuten, in den letzten 5 Minuten vom Krieg noch zigtausende gestorben sind und danach, als es vorbei war, sind auch noch mal Zehntausende gestorben, weil es eben nicht überall ankam. Beziehungsweise viele Special Forces und so weiter waren ja auch, also jetzt nicht nur amerikanische beziehungsweise Alliierte, sondern auch die Deutschen und die Achsenmächte halt, die waren ja auch komplett zerstreut und kaum jemand hatte wirklich Funk. Und das finde ich so krass. Also, das. Ah, das ist lieb. Das finde ich so heftig, weil ja, in der Antiken oder im Mittelalter war das ja noch viel krasser, ne? Also, da war es ja viel langsamer. Wo kommen die denn jetzt her? Also, der da ja. Den weiß ich. Aber wo kommt diese Fulstergrammee her? Alter. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Ich gehe mal hinterher.
weil hier ist niemand. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach Dimidi einnehme. Aber warum? Also, dann fällt die eine Stadt. Wird wahrscheinlich so oder so fallen. Aber ist jetzt auch egal. So. Hier. Für öffentliche Ordnung ist gesorgt. Getreide ist gesorgt. Du kreist mal weiter an. Zwar ist es Winter, da wird eigentlich kein Krieg geführt, da wurde kein Krieg geführt. Nur in den äußersten, ja, Notfällen oder wenn der Gegner ja ein fieser Fiesling war, dann wurde dort auch gekämpft. An sich wurde meistens im Sommer gekämpft. Weil im Frühling wurde gesät und im Herbst wurde geerntet. Und ja, das war dann quasi Sommerferien für die, einfach mal in die Schlacht zu ziehen. Genau. Hier brauche ich noch einen Tempel. Minus Nahrung. Ja, für Seehandel. Ja, nee. Brauche ich jetzt eher weniger. Vielleicht kann ich die ein bisschen stoppen. Bisschen langsamer machen. Vielleicht ist das auch passiert. So. Hier. Das pushen wir mal. Geheimaktion pushen wir. Ausweichen pushen wir. Okidoki. Und es sind schon wieder fast eine halbe Stunde Spielzeit. Gut, dann machen wir ganz schnell. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, also ja, die Lusitaner werden jetzt wahrscheinlich eh easy sein, also alles, ja, alles automatische Gefechte. Die beiden werden easy sein. Also ist ja auch Lusitaler Kanuten. Das wird easy sein. Und hier mache ich, glaube ich, so eine Spitze und dann geht's runter. Ja, und mit, vielleicht mache ich es ein bisschen spannender und erkläre den Geten den Krieg, dann kann die Armee gleich auch mal hier so mal was machen hier für ihr Geld. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erkläre ich denen den Krieg, wenn hier das weg ist und dann kann ich mit der Armee Richtung Osten gehen. Und dann erkläre ich den Krieg und gehe eben hier so diesen Zickzack. Und mit denen könnte ich auch so. Ja, das mache ich dann spontan. Okay, dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wiederhole mich und habt noch einen tollen Tag. Bye, bye.